Mein Name ist Thomas Lee. Ich penne dort, wo eine Matratze ist. Ich bin Seismo und wir sind schwanger und wir brauchen dringend eine neue Wohnung. Mein Name ist Frank Baumeister und ich glaube, dass wir genügend Wohnraum in Hamburg haben. One day we see each other. Ich bin Marianne, älteres Semester, als freie Journalistin viel unterwegs. Suche jetzt für mich und meine zwei Katzen eine Wohnung im schönen Hamburg. They walk down Lallosbrücke. They walk down Reeperbahn. At the Erdstrand, we love each other till the dawn embraces the world. Ja, ich weiß, wir brauchen ein Kinderzimmer. Remember we gazed around at Bücherhalle. I walk lonely from board to board. Tell me, how can I find a smile at Memmermansberg, lovely face? At the vanishing mist of a running ass gun. At the empty crowd of a drunken mob. As I'm proudly shoot our blood. Will I find you? Will I find you? Tell me, should I continue? Sieh mal, das ist ein Penner. Should I kill the whole inside of me? A hope for a foolish dream, a foolish thought, a foolish love. No, 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 no. One day we see each other. One day we love each other. One day, one ordinary day, I see you in amber. Heimat. Then walk down. Heimat ist, wo ein schmackhaftes Essen ist. Heimat ist, wenn sich die Sonne im Meer spiegelt. Heimat ist da, wo ich wer bin. I can see you smile at the planetarium. Chilly Sunday. Stadtpark. Give me 1 second to forget you, minute or a lifetime. Noch 5 Häuser verkauft und dann hab ich den Porsche. Hamburg ist die teuerste deutsche Stadt zum Wohnen geworden. Ja, eine Lösung für dieses Problem weiß wahrscheinlich kein Mensch. Wir wissen es auch nicht. Aber wie man hier sieht, wir arbeiten dran. Das, was man hier sehen kann, ist Work in Progress. Wir beschäftigen uns künstlerisch mit der Frage, wie kann man leben in dieser Stadt? Wie möchten wir leben in unserer Stadt? Und wir als freie Künstler haben ja auch nicht so richtig eine Heimat. Wir haben hier diese Bühne, die Burg, das ist aber nicht unsere. Und so ist dieses Stück auch gleichzeitig die Frage nach unserer eigenen Heimat als Menschen und als freie Künstler in dieser Stadt. Bis Oktober haben wir Zeit, dann kommen wir raus mit diesem Stück. Wohnst du schon oder lebst du noch?